Herzlich willkommen zum nächsten Vortrag, die Stimme in Konzerne hacken. Und was Podcaster ja sehr gut können, ist, sich alles irgendwie so zusammensuchen. Zur Not kriegt man Unterstützung im Sendegate, holt sich WordPress, baut da einen Audioplayer rein, hat im Zweifel sogar sowas wie Podigy oder irgendeinen anderen Podcast-Provider und dann hat man einen Podcast. Bei Unternehmen geht das nicht so einfach. Da gibt es verschiedenste Bestimmungen. Plus, wenn man sich so ein Internet vorstellt, man hat ja durchaus auch ein Interesse daran, dass nicht jeder mithören kann, was man da so an Wissen vermitteln möchte und dass das nicht nach außen dringt. Und man hat häufig nicht die gleiche Infrastruktur. Also viele Intranets können zum Beispiel Video, aber an Audio hat irgendwie keiner gedacht und das war auch lange nicht relevant. Und jetzt hat man aber die Idee, man möchte gerne einen Podcast, um zum Beispiel Wissensvermittlung im Unternehmen zu machen. Und dann? Wie geht's dann weiter? Weil die Hürden sind vielfältig und Simon Dückert und Lars Hohl kennen diese Hürden und die werden euch gleich erzählen, welche es gibt und wie man sie dann doch irgendwie überwinden kann, sodass es auch möglich ist, in einem Unternehmen einen Podcast zu etablieren, was mitunter ja recht sinnvoll ist. Deswegen viel Spaß mit diesem Vortrag. Ja, dann erstmal schön, dass ihr da seid, dass auch noch so viele geblieben sind, extra für diesen Firmenpodcast. Die Stimme in Konzerne hacken. Und am Anfang finde ich immer so, Hacken mache ich immer extra so ein bisschen provokativ rein. Was ist Hacken? Hacken ist halt kreativer Umgang mit Dingen. Ja, und wenn du in so eine Firma kommst, gibt es dort halt auch ein Ökosystem und du musst halt gucken, was von den Sachen kannst du wie nutzen. Um mit dem Ziel, wir wollen Podcast für Dinge nutzen. Wer steht hier auf der Bühne? Damit ihr nur kurz versteht, warum reden die eigentlich darüber? Also ich bin halt Lars Hohl oder wie die meisten mich eher nennen, der Puppe. Bin 45 Jahre alt, 35 Jahre hänge ich an solchen Geräten und seit 25 Jahren bin ich in irgendwie deutschen, russischen und auch amerikanischen Konzernen unterwegs. Darum, ich habe diese ganze Bandbreite von Problemen in großen Strukturen schon mal live und in Farbe gesehen. Und wenn man so einen gewissen Hacker-Approach hat, überlegt man sich natürlich auch, wie kommt man dann trotzdem zu seinem Ziel, wenn manche Hürden einfach da sind. Sind ja aber auch häufig auch spannende Herausforderungen. Und ich bin da so ein bisschen Überzeugungstäter, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Podcast ein wichtiges Medium ergänzend im sonstigen Medienmix einer Firma sein muss. Ja, und wenn man mich fragt, was mache ich so, ist halt Information Security Management, aber Letty fragte mal, was machst du? Und da habe ich gesagt, eigentlich debugge ich Konzerne. Und was man da so macht, das werden wir gleich auch auf den nächsten Folien so ein bisschen sehen. Ja, und ich bin Simon, von der Ausbildung her ein Elektroingenieur, habe damals im Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen gearbeitet, auch schon am MP3-Algorithmus mitgehackt und bin dann später in das Themenfeld Wissensmanagement und Lernende Organisationen übergegangen, wo es um Wissenstransfer in Organisationen geht. Und da ist natürlich das Thema Podcasting interessant, weil insbesondere die ganzen Erfahrungsgeschichten aus Projekten, aus irgendwie vergangenen Aktivitäten, Übergabe von Wissen von Person A, die vielleicht in Ruhestand geht, auf neue Mitarbeiter, ein riesengroßes Thema ist. Und da merkt man in den letzten Jahren, dass da immer mehr so, ich sag mal in Anführungszeichen, Podcast-Werkstätten angefragt werden, wo es eben darum geht, wie kriege ich Podcasts etabliert neben den Medien, die es schon gibt in den Organisationen. Ja, und jetzt haben wir kurz was über uns gesagt, aber natürlich würden wir auch gerne auch kurz am Anfang mal so eine kleine Runde fragen. Und zwar, wer von euch arbeitet in einer größeren Firma, in einer irgendwie Behörde oder eben in einem Konzern, damit man mal sieht, wie viel betroffen sind? Ich würde sagen, es ist ja ungefähr die Hälfte, also für euch ein spannendes Thema. Davon würde ich sagen, wer von denen, die jetzt da sind, ist denn gerade dabei, so ein Thema wie Podcast auch in so einer Organisation einzuführen und zu patchen und Bewusstsein dafür zu schaffen. Ja, sind also fast, also man könnte sagen, die sich gemeldet haben, sind dann auch sozusagen Betroffene. Also dann seid ihr genau richtig und ja, dann geht's los. Und oft fange ich am Anfang erstmal an, wie kam es denn dazu? Und ja, ich bin halt vor 11 Jahren bei einem neuen deutschen Konzern angefangen und das ist halt so, wenn man da reinkommt, dann will man ja erstmal wissen, was ist eigentlich Phase? Wie ist so die Straßenverkehrsordnung einer Firma? Also ich sag mal so, du guckst dir, was sind die Richtlinien, was ist das Rahmenwerk? Also der gesamte Prozess des Onboardings ist eigentlich eine Wissensvermittlung, wo ich so einen riesen Need habe, also die jeder Need hat, der neu in eine Firma kommt. Ja, und wir sind ja alle hier, also gerade
hier, die wir hier sind, für uns gehört ja Podcast fast zum Alltag. Also wenn ich einen Reifen wechseln will, gehe ich auf YouTube, gucke ich irgendwie Reifen wechseln, dann gucke ich mir das an und dann mache ich das. Wenn ich irgendein Thema lernen will, gucke ich bei iTunes, gibt es da irgendwie einen Podcast zu und dann fange ich an, mir plötzlich dort die ganze Sache einmal per Druckbetankung zu geben. Und das Schöne, diese Druckbetankung dann eben auch dann, wenn ich es möchte. Und gerade beim Onboarding in sehr großen Konzernstrukturen ist es ja so, es gibt dann immer feste Termine, wann du vielleicht von XYZ das erklärt haben könntest. Und was wir bei YouTube ja immer sagen und den Mediatheken, zeitautonome Nutzung von Content. Und das ist einfach ein Punkt, wo ich der festen Überzeugung bin, wir brauchen fürs Onboarding Podcast und wir brauchen auch für langweilige Themen Podcast. Da steht Knowledge und Begeisterungstransfer. Denn ich habe zwei Use Cases, die mir besonders wichtig sind. Das eine ist, wie gesagt, das Onboarding. Und das zweite sind eben auch vielleicht so etwas langweilige und dröge Themen wie Richtlinien. Also wer liest denn schon gerne Richtlinien? Also ich frage lieber nicht, weil das könnte sozusagen ein trauriges Antwortspiel sein. Aber an deren Stelle ist es so, wenn du demjenigen, der eine Richtlinie, ein Thema, einen Prozess und in einem Konzern die Möglichkeit gibst, ihn auch angemessen und mit Herzblut zu vermitteln, dann überträgt sich dieses Herzblut auch sozusagen mit in den Kopf der Mitarbeiter und dann verstehen sie über, ach, deshalb machen wir es. Das heißt nämlich dann, Beachtung von Richtlinien ist nicht nur, ach Gott, daran muss ich ja auch noch denken, sondern man versteht plötzlich die Zusammenhänge von Wirkmechanismen einzelner Prozesse. Und was eben wichtig ist, dieser Begeisterungstransfer ist auch, gerade beim Onboarding, dort prägt ihr eure neuen Mitarbeiter. In den ersten Wochen, wenn du das, was die dort wahrnehmen, wie die Firma ist, wie die Firmenkultur ist. Das prägt natürlich auch die Mitarbeiter selber und darum ist es an der Stelle sehr wichtig, sozusagen auch die Begeisterung oder den Spirit, den ihr in der Firma habt, dort auch schon entsprechend zu vermitteln, ja, damit sozusagen das gerne angenommen wird. Ja, und jetzt habe ich im Endeffekt, glaube ich, sogar schon was geteasert, weil Podcast ist ja das Tolle. Für jeden Wissensappetit ist irgendwie so das Richtige dabei. Also im Risiko sprechen wir mal Risikoappetit, aber es gibt auch einen Wissensappetit. Und wenn ich was wissen möchte, dann habe ich sozusagen meinen Preferred Solution Provider beim Essen. Könnte jetzt zum Beispiel so ein Big Mac sein, gehe ich halt dahin, bekomme ich das, ich bin danach satt. Genauso gibt es andere Leute, die essen gern Sushi, sind danach auch satt und haben das, was sie so wollen. Und da ist es dann im Endeffekt so, es gibt verschiedene Arten der Podcaste und die stellt Simon vor. Genau, also ich habe mal so über die letzten 3-4 Jahre, wo wir solche Werkstätten machen, da ist auch immer so ein kleines Template dabei, wo die Leute dann ihre eigenen Use Cases definieren. Und ich habe mal so die Top 10, die da eine Rolle spielen, einfach gelistet und mitgebracht. Da gibt es zum einen mal, was wir so ähnlich wie man früher Knowledge Blogs genannt hat, auch Knowledge Podcasts genannt. Also Podcasts, die einfach ein Wissens- oder Fachgebiet in Tiefe behandeln. Entweder so ähnlich wie CAE, dass man sagt, man macht mal ganz in Länge, 2-3 Stunden, das Thema Elektromobilität von Anfang bis Ende durch oder eben auch so fortlaufend, dass eben ein Thema immer weiter begleitet wird, wenn es sich entwickelt. Das gleiche aus der Forschung. In den Konzernen gibt es große Forschungsabteilungen, die schreiben lange Forschungsberichte, aber nicht jeder Mitarbeiter hat Lust, 200-300 Seiten Forschungsbericht zu lesen. Und so ähnlich wie Magazine, wie Harvard Business Review das zum Beispiel machen, teasern die ihre längeren Studien zum Beispiel auch mit so 10-Minuten Podcasts an. Das gleiche zum Thema Schulungen, Stichwort Flipped Classroom, also man dreht den Klassenraum oder den Schulungsprozess um. Der Lehrer, der Trainer erzählt nicht immer wieder das Gleiche, sondern das wird einmal mitgeschnitten, aufgenommen und die Leute, die ins Training gehen, hören sich das als Vorbereitung an. Ich habe im Training viel mehr Zeit, mich um Fragen und praktische Aspekte zu kümmern. Interne Kampagnen ist auch ein großes Thema, sei es Diversity, Compliance, also gibt einen Haufen Themen, die eben intern in Breite gespielt werden. Das kennt man so als Konzernmitarbeiter, da kommen dann Flyer, E-Mails, Poster an der Wand. Aber man hat eigentlich selten so die Leute, die die Kampagnen geplant haben und die die wirklichen Botschaften transportieren, irgendwie nahbar bei sich. Auch da eignen sich Podcasts sehr gut. Dann gibt es sowas Ähnliches in meinem Fallbeispiel nachher noch, wie wir das hier machen, so Meetups oder Speaker Series intern, wo einfach im 2-Wochentakt intern Referenten zu Themen erzählen, vor 50, 60, 70 Leuten. Ja, und das Problem ist, das wurde bisher selten konserviert. Auch da geht man eben zunehmend dazu über, das mitzuschneiden, als Audio-Video hinterher bereitzustellen. So ähnlich wie so eine Media-CCC.de.
Konferenzretrospektiven ist ein Use Case. Oftmals ist es so, von einer Abteilung oder einem größeren Bereich wird ein Mitarbeiter auf eine Fachkonferenz geschickt und der hat dann in einer Abteilungsrunde am Montag 5 Minuten Zeit, was er denn auf der Konferenz irgendwie gelernt hat, zu erzählen. Und das ist natürlich schwierig. Ja? Wie fasse ich eine Subscribe in 5 Minuten zusammen? Na, und da ist natürlich interessant, wenn der von Leuten, die er auf der Konferenz getroffen hat, Sachen mitschneidet, die interviewt, das zusammenfasst und in den 5 Minuten einfach nur seinen Podcast anteasert. Dann das ganze Thema Nahbarkeit von Führungskräften, Executive Podcast haben wir das mal genannt. Die Mitarbeiter in so einem Konzern sind ja meist relativ weit weg von den höheren Führungskräften. Da gibt es wenig offene Sprechstunden und so weiter. Vielleicht sieht man die 2-mal im Jahr bei einem großen Meeting. Und da ist natürlich interessant, mit denen darüber zu sprechen, Strategie der Organisation, in welche Richtung entwickelt sich das, um die einfach nahbar und anfassbar zu machen und nicht nur über durch Unternehmenskommunikation geschriebene Newsletter irgendwie deren Botschaften zu transportieren. Dann das Thema Lessons Learned Podcast ist auch ein Riesenthema. Projekte, was weiß ich, so ein Fahrzeugentwicklungsprojekt dauert in der Regel 4 Jahre. Ne, da mal zu wichtigen Meilensteinen alle halbe Jahre oder so die wichtigsten Lessons Learned zusammenfassen. Kein Mensch hat Lust, ähnlich wie bei den Forschungsberichten, 200 Seiten Meilensteinreport zu lesen. Aber wenn die 4, 5 Leute, die gewusst und gesehen haben und mitbekommen haben, wie es gebrannt hat im Projekt, darüber erzählen, ne, kann ich da auf einer ganz anderen Ebene Lessons Learned und Erfahrungen transportieren. Expert Debriefing ist so ein Prozess Wissensbewahrung, wenn Mitarbeiter in Ruhestand gehen oder intern rotieren. Oftmals sind die Nachfolger noch nicht da, weil sie nicht gefunden sind, Fachkräftemangel, weil mit Gehaltsbudgets gepokert wird. Ne, und da ist die Frage, wie transferiere ich das Erfahrungswissen von einem Mitarbeiter auf den anderen. Der Mitarbeiter geht hat in der Regel auch keine Lust, alles sich aufzuschreiben. Ne, auch da werden Podcasts sehr stark eingesetzt. Und wie der Pupi schon gesagt hat, das ganze Thema Onboarding, also wie bringe ich Leuten so ganz trockene Materien wie Richtlinien, Compliance und so weiter eben gut nahe. Ja, und dann kommen wir erstmal so zur Stakeholder-Identifizierung. Die Frage ist ja, mit wem muss ich jetzt überzeugen, damit ich das Ziel, ich möchte den Podcast haben, von dem ich überzeugt bin, dass es gut für die Firma ist, irgendwie um das Thema auch voranzubringen. Und da ist es so, man könnte sagen, okay, klar, du hast von oben irgendwie dann natürlich das Management, muss es sagen, Personalabteilungen müssen eigentlich, wollen auch immer mitreden, weil es geht ja auch um Arbeitszeit von Leuten, die haben dann auch sozusagen nochmal ihre eigenen Empfehlungen oder Begehrlichkeiten. Im Endeffekt kommst du dann dazu, auf der anderen Seite, so wie es von Arbeitgeberseite dann die Personalabteilung ist, kommt natürlich auch noch die Mitbestimmung, sprich die Betriebsräte einbinden, die haben meistens einen Bildungsausschuss, aber das sind nicht nur Hürden, sondern das sind auch Chancen. Ihr müsst sozusagen in all diesen Gesprächen den Leuten vermitteln, was ist das eigentlich für Nutzen, der ja für die gesamte Belegschaft dadurch entsteht, und darum kann ich nur sagen, Betriebsräte wünschen sich auch häufig mehr Informationen und als Informationsmedium wie so ein Podcast ist natürlich da ideal, auch die sozusagen als Verbündete zu bekommen. Datenschutz und Informationssicherheit, da ist es einfach so, das ist für mich der beste Use Case, weil ich arbeite halt in den beiden Bereichen, weil die Planungsannahme ist eigentlich, wir können so viel in Geld in Cyber Security reinwerfen, wie wir wollen. Wenn unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht das Bewusstsein für die Sicherheit haben, Awareness dafür haben, was es gibt, woran sie achten müssen, dann ist es sehr viel Geld draufwerfen und dann sparen wir an der falschen Ecke. Und darum ist für mich dieser Podcast in den Bereichen eine ganz wichtige Komponente, und indem du die Abteilungen hackst, dass für sie und ihre Awareness-Maßnahmen das ein wichtiger Part ist, hast du auch sehr starke Verbrüderungen. Ja klar, die interne Kommunikation will immer mitreden. Wie gesagt, manchmal muss man einfach erstmal anfangen und schon ein bisschen was Greifbares haben. Und dann gibt's natürlich auch, das waren jetzt so die normalen Org-Einheiten in der Firma. Es gibt ja auch einfach die Kolleginnen und Kollegen. Ne? Es gibt so viele, die haben wirklich eine tolle Botschaft, die wollen eigentlich auch reden. Es ist wie der Chaos Computer Kongress. Du läufst dort rum und findest Leute, die dir gerne erzählen wollen, woran sie gerade arbeiten, weil es für sie ihr Herzblut da dran hängt. Und denen ein Medium zu geben, sie sind auch starke Verbündete. Genauso wie natürlich Multiplikatoren. Wenn man die überzeugt, dann geht das Thema weiter in der Firma. Ziel muss es einfach so sein, bei jedem Essen und überall, wo man bist, Name-Dropping-Podcast. Ach, kennst du schon Podcast? Kennst du den Podcast? Also überall, wo es ist, muss diese Möhre so hängen. Alle wollen sagen, was ist das eigentlich? Und dann natürlich
die wichtige Zielgruppe Neu- und Wissbegierige. Weil meine These ist auch, warum mag ich den CRE so gerne? Weil ich dort einfach Sachen auch gelernt habe, über die ich mir vorher nie einen Kopf gemacht habe. Also das heißt, neue themenfremde Informationen zu bekommen. Das heißt, alle Neu- und Wissbegierigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das sind eure Verbündeten. Ich nenne das jetzt mal in der Graswurzelbewegung Podcast, die es eben auch geben muss. Und das ist ja auch Teil dieses Vortrags heute hier. Ja, und jetzt machen wir einfach mal so in so einer idealen Welt. Also wie komme ich zu meinem Podcast? Da könnte ich sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie mal zu meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten und sag hier, ich habe eine super Idee, wir brauchen Podcast X, das ist gut, weil. Ja, und in dieser idealen Welt sagt dann, wie heißt die Person, ah, ist ja eine tolle Idee, machen wir so, was brauchen wir, wie können wir sie unterstützen? Ja, das ist dann so, kann man so machen. Ist ja immer die Frage, ja, wie geht's dann noch weiter? Man kann natürlich auch einfach hier das Thema so platzieren auf Deutschlands größter Podcaster-Konferenz. Aber in der Regel sieht es ja so aus, ich kann dann nicht einfach in so eine Firma gehen und sagen, ja, ich brauche jetzt mal XYZ, was würde ich privat machen? Privat würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal ins Sendegate. Ja? Gehe ich ins Sendegate, lese ich mich ein, wie, was ist Podcast, wie macht man das? Dann würde ich mir irgendwie auch schnell so einen Ultraschall schießen und irgendwie haben wir unsere gesamte Toolset, ne? Die ganzen Tools, die aus der Community entstanden sind, ist für uns so ein No-Brainer. Wir gehen dahin, wir nehmen die, flupp ist unser Warenkorb fertig, wir können einmal Podcasts zum Mitnehmen machen. Und das, was ihr hier seht, ist eigentlich so, was man in der Behörde IT-Service Portfolio Management nennen würde. Das heißt, da sitzt nämlich irgendeine IT-Abteilung und wenn du da hingehst, ja, wie sieht's da aus? Ja, das ist dann immer so etwas schwieriger, weil dann immer Praxis trifft Corporate Reality. Weil es gibt natürlich begrenztes Standard-IT-Service-Portfolio. Also das heißt, das, was ich mir bei einer IT-Abteilung irgendwie schießen kann, das ist so ein bisschen begrenzt. Und es ist auch gut, dass es begrenzt ist. Also ich habe völliges Verständnis dafür, dass man Services in der Firma eine gewisse Struktur gibt, weil so kann man nur diesen ganzen Zoo überhaupt managen. Ja, aber daraus ergeben sich natürlich als uns, der mal schnell ein Thema treiben möchte, auch gewisse Herausforderungen. Ne? Und wenn dann, sag ich mal, diese Standard-Podcast-Lösung, so wie wir sie gerne hätten, nicht da ist oder wir müssen was kaufen, haben wir einen Einkaufsprozess, da gibt es irgendwelche Budgetlimitierungen, dann haben wir teilweise Kostenverrechnungen vom IT-Dienstleister, die vielleicht etwas höher sind als Marktpreise, Compliance-Auflagen, was so ein bisschen mein Thema so ist, ich spute mich mal, weil da muss man zum Beispiel Datenschutz, Informationssicherheit halt auch beachten, muss irgendwie erstellen, wenn wir interne Informationen als Podcast machen, dann haben die ja auch eine gewisse Schutzklassifizierung, also man könnte sagen, ist alles jetzt konzernintern oder es ist vielleicht vertraulich oder streng vertraulich, weil daraus kommen natürlich dann auch Implikationen, an die ich mich hinterhalten muss, weil daraus muss ich dann vielleicht Berechtigungskonzepte, wer kann drauf zugreifen, wie muss ich Firewall-Sachen regeln, damit nicht irgendwie solche Sachen aus Versehen nach außen kommen. Ja, wie ist denn so ein Standardprozess? Genau, also wenn man in so einer Organisation mal guckt und mit Podcasten anfängt, versucht man in der Regel erstmal so diese Standardkette durchzugehen, planen und abstimmen ist kein Problem, da brauche ich noch nichts, aufnehmen, streamen, bearbeiten, exportieren, hochladen und beschreiben, veröffentlichen und kommunizieren und auch da habe ich mal so versucht, die Top 10 Probleme, die sich da ergeben, mal zu listen. Also zum einen mal ist das ganze Thema Audio-Hardware komplett non-existent und auch nicht bestellbar. Es gibt kein Focusrite im Beschaffungskatalog, es gibt kein Zoom H6 und das dauert durchaus mal ein halbes Jahr bis ein Jahr, wenn es überhaupt geht, bis man die Verantwortlichen bearbeitet hat, dass sowas über einen ganz normalen Standardprozess bestellbar ist. Teilweise sind auch die USB-Ports gesperrt, also selbst wenn ich so ein Ding hätte, kann ich es gar nicht anschließen. Sowas wie Studio Link, es gibt Voice-over-IP-Anlagen, es gibt Streaming, Audio-Video-Videokonferenzdienste, sowas wie WebEx, Skype for Business, wo dann oft aber aus Datenschutzgründen das Recording abgeklemmt ist, also wo ich dann sozusagen mehr Personen Podcast nicht drüber machen kann. Es gibt keine DAWs, also im Standard-Client, den Mitarbeiter bekommt, gibt es nicht mal ein Audacity. Ne, da gibt es in der Regel ein Office-Paket, alles was man so normalerweise braucht, Video-Audioschnitt ist nicht da. Das gleiche gilt für so Tools wie FFmpeg oder andere Helferlein, die man brauchen könnte. In allermeisten Fällen ist den Mitarbeitern untersagt, Software zu installieren. Also ich brauche ein Admin-Recht, das habe ich auf dem Standard-Client nicht. Sowas wie WordPress gibt es in der Regel in den großen Konzernen überhaupt nicht, weil die eine totale Aversion gegen
MySQL und PHP haben. Das ist eine reine Java- oder Microsoft-Welt. Wenn ich dort einen Server haben will mit PHP und MySQL drauf und noch einem WordPress, blocke ich in der Regel ab. Das heißt, das gibt es schlicht und einfach nicht. Wenn Plattformen da sind, auf die man Medien hochladen kann, scheitert man oft an Upload-Limits. Also die liegen dann oftmals so auf 10, 20 MB. Jeder von euch weiß, dreiviertel Stunde Podcast ist schnell mal 50, 60 MB groß. Die kriege ich da nicht drauf. Videoportale, die vorhanden sind, unterstützen Audio nicht. Dann gibt es so schlaue Multimedia-Portale, die dann teilweise sogar RSS 2.0-Feeds haben, die aber ihr MPEG-3-Datei nicht im Enclosure-Tag anhängen und damit sind die Podcasts nicht abonnierbar. Also da kann man so ein bisschen rausfühlen, was so der Hassel ist, mit dem man in so einer Organisation zu tun hat, was wir eben hier als private Podcaster eigentlich nie als Problem haben. Aber es gibt durchaus einige, die da außen rum kommen. Also es gibt interne Podcasts, auch wenn das bei Weiben noch nicht so verbreitet ist, wie das vielleicht im Privaten der Fall ist. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht von Audi zum Beispiel. Da gibt es so ein monatliches Meetup zu New Work-Themen. Die Vorträge werden immer aufgezeichnet, Audio, Video, über so eine interne Mediathek bereitgestellt. Interessanterweise sind bei vielen Episoden die Audio-Download-Zahlen höher als die Video-Download-Zahlen. Wenn man da mal so ein bisschen nachforscht, stellt man fest, da gibt es einen Haufen Mitarbeiter, die wohnen in München, pendeln jeden Tag nach Ingolstadt. Perfekter Use Case, um dort Podcasts zu hören. Von Festo und Podcast über Personalentwicklung, wo die ganzen Personalentwickler weltweit über neue Methoden, Ansätze informiert werden. Von SAP Education und Podcast, wo sozusagen über das Portfolio von OpenSAP informiert wird. Und da haben wir mal versucht, so ein bisschen die aus der Praxis die Workhacks zusammenzustellen, wie man sozusagen mit diesen Restriktionen umgeht, wie man da außen rumkommt. Also zu Portable Apps darf ich nichts sagen, weil das wäre in den meisten Firmen auch per Richtlinie verboten, diese zu nutzen. Aber natürlich autarke Systeme, das heißt, wenn ich ein System, welches nicht am Netzwerk hängt, sozusagen nutze, dort sozusagen die gesamte Production drauf mache und dann in ein anderes, in den Distributionskanal gehe, da ist das halt eine super Geschichte. Genau, ich bin nicht in der IT-Security, ich darf zu Portable Apps was sagen. Portable Apps sind einfach Applikationen, die ihr nicht installieren müsst. Also die laufen auf dem Stick oder liegen auf dem Desktop oder im Abteilungslaufwerk, das sind von dort lauffähig. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter kein Recht hat, Software zu installieren, kann ich zum Beispiel Audacity Portable nehmen. Meiner Erfahrung nach ist es bei den Corporate Podcasts 95% der Leute, die da einsteigen, kommen über diesen Weg. Dann gibt es so kreative Verwendung von eigentlich Anwendungen für einen anderen Use Case, nämlich insbesondere Screencasting. Sowas wie Camtasia, Snagit, vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, Corporate World ist eigentlich immer Windows-Welt, da gibt es keinen Mac, wenn in der Unternehmenskommunikation, aber nie in Breite. Und da hat man auch nicht so usable Tools wie so ein Screenflow oder so, wobei Camtasia da schon einigermaßen nahe rankommt, gibt es auch einige Fälle, die quasi ihre Podcasts auf Camtasia schneiden. Was zunehmend kommt, ist, dass das Office-Paket, also das Microsoft Office, mit Recording-Funktionen kommt. Also was man hier sieht, ist zum Beispiel die Recording-Funktion von PowerPoint. Ja, es gibt Cases, die sozusagen PowerPoint als DAW verwenden, da rollst du uns als Podcaster die Fußnägel hoch. Aber wenn du einen Podcast machen willst und du hast überhaupt nichts anderes, ist es besser, mit sowas einzusteigen, als gar nichts zu machen. Als Distributionsplattformen ganz spannend, auf der einen Seite OneNote, auf der anderen Seite OneDrive. Ich weiß nicht, wer das kennt. OneNote ist so ähnlich wie Evernote, OneDrive ist so wie Google Drive. Bei OneNote ist es so, da kann ich im Prinzip die Kapitelstruktur in dem OneNote verwenden, um quasi meinen Audio zu embedden. Also ich kann direkt rein recorden in OneNote, ich kann meine Shownotes dazu schreiben, ich kann die verlinken. Da gibt es sogar eine Reader-Funktion, also ich kann mir von OneNote meine Shownotes vorlesen lassen, wenn ich das möchte, wenn ich im Auto bin und keine Shownotes hören kann. Ich habe den Offline-Sync, also ein OneNote geht sofort auch offline auf die Geräte. Das heißt, ich zweckentfremde OneNote quasi als Podcast-Auslieferungsplattform. Genauso ist es mit OneDrive. Da kann ich sozusagen meine Mediendateien reinlegen, kann auch meinen Ordner auf Offline-Sync stellen. Alle neuen Episoden kommen automatisch auf mein Gerät drauf und ich kann die dann im Auto entsprechend anhören. Ähnlich ist es bei der Hardware, auch dort greift man eben zurück auf Hardware, die da ist. Das sind zum einen mal die ganzen Videokonferenzsysteme, also links sieht man sowas wie so ein Cisco-System oder Microsoft den Surface Hub. Also die sind in der Regel in den Besprechungsräumen da, Mitarbeiter selber haben so Konferenztelefone, wie man es in der Mitte sieht, oder eben Headsets. Ja, da hat man natürlich keinen Biodynamic-Sound, aber auch da wieder besser, ich habe irgendwas als gar nichts.
Und was halt zunehmend kommt, dadurch, dass jetzt mittlerweile so die ganzen Windows Phones und Blackberries aus dem Portfolio draußen sind und sich eigentlich iPhone in Breite durchgesetzt hat, solche Mikrostudios könnte man sagen, also sprich sowas wie diesen Rode Connector, wo ich über Lightning quasi zwei Lavalier-Mikrofone anschließen kann. Und ja, und jetzt an der Stelle kommt halt der coolste Hack daran, weil man darf ja häufig Sachen nicht privat nutzen, also man darf nicht auf den privat gerechneten Sachen aufnehmen. Und hier, das könnt ihr natürlich dann nutzen, dann habt ihr aber, wie du mir erklärt hast, erstmal nur Mono, eine Mono-Aufnahme von zwei Spuren, was wir aber ja gar nicht wollen. Und das Tolle an diesem Gerät ist, sozusagen als Extra-Hack, ihr nehmt das mit an ein privates Gerät, könnt euch dann die App installieren von Rode, könnt dann das Gerät auf Stereo umstellen und ab dem Zeitpunkt ist es dann möglich, dieses Gerät auch in Stereo an einem Firmen-iPad oder Firmen-iPhone zu nutzen. Also das ist eben auch so ein Problem. Es gibt in der Regel in den Organisationen App-Whitelists, die werden entweder enforced, dadurch, dass die Devices alle managed sind, also dann kann ich gar keine andere Software installieren, oder ich begehe eben ein Vergehen, indem ich jetzt diese rote App installieren würde. Ne? Und dann brauche ich einen Prozess, wie ich die eben einmal in den richtigen Modus setze. Und was jetzt am Kommen ist sehr stark, das ganze Thema Office 365, also so alle DAX 30 sind dabei, das einzuführen. Da kommt eine Plattform mit, die heißt Microsoft Stream. Kann man sich im Wesentlichen vorstellen wie so ein internes YouTube. Und die bringt ein paar interessante Features mit. Zum einen mal eine App, wo ich Kanäle abonnieren kann und die dann auch offline bekomme. Ich bekomme die ganze Notification, also das heißt, die zeigt mir einen roten Kreis an, wenn es neue Episoden gibt. Und es ist über Azure Cognitive Services das ganze Thema KI im Hintergrund. Also es gibt Translation, es gibt Subtitling, alles quasi über die angebundene Cloud-Infrastruktur. Ja, und das Spannende ist eben in dem Thema, ihr habt in der Firma im Regelfall ja schon Infrastruktur, ihr habt Berechtigungsgruppen für verschiedene Org-Einheiten. Das heißt, alles das, was in den Konzernen oder eben Behörden schon drin ist, kann, wenn man dann in dieser Azure Cloud das so macht, ist automatisch schon da. Ihr müsst euch nicht darum kümmern, ihr braucht nicht die Berechtigungen zu bauen. Das heißt, ihr könnt das Ökosystem so nutzen, wie es da ist. Das heißt, es gibt sozusagen den gesamten, ich nenne es jetzt mal Verwaltungs-Overhead, der wird sozusagen gering, weil er einfach nur bestehende Strukturen nutzt. Ja, und da kommen wir dann auch so zu den Lessons learned. Nehmt erstmal das, was da ist, und supportet, was kommt. Wie komme ich da jetzt drauf? Ja, jetzt haben wir am Ende sogar hier Azure Cloud von Microsoft gesagt. Ne? Unsere Szene ist eher geprägt davon, wir machen alles selber, wir sind autark, wir wollen auch alles selber machen, um es irgendwie so zu haben, wie wir es gern wollen. Aber es ist eben teilweise auch Realität. Wenn ich einfach ein eigenes Format in der Firma machen möchte, möchte ich vielleicht nicht vorher erstmal die Betriebssystemkriege oder die anderen Sachen führen, sondern erstmal das nutzen. Und das Spannende ist in dem Fall, das, was Azure Cloud ist, eigentlich genau das Gleiche, was Media CCC schon ist. Wenn ihr euch überlegt, was dort entstanden ist, dass, wie heißt es, Vorträge, so wie wir sie jetzt halten, automatisch archiviert, getaggt, verfügbar gemacht werden mit super schlanken Workflows. Und ich habe heute Morgen dann den Vortrag nämlich von Ralf schon gehört über die Apifizierung von Reaper beziehungsweise von Ultraschall. Und ich genau diese Geschichte ist mir mal bewusst geworden, dass das zusammen hier mit dieser Corona, ich glaube Tim hatte es, das ist der Potlove Radiator. Also wer da jetzt mal eins und eins zusammenzieht und ein bisschen strategisch guckt, wohin die Reise da gehen kann, wenn wir alles apifizieren, dann ist das eigentlich ein sehr schönes Ökosystem, was perspektivisch, und auf den Slides kann es auch drauf, auch im Corporate-Umfeld kann man sich dann so eine Instanz auch selber aufziehen, wenn man es möchte, wo ich sage, nutzt schon mal das, was da ist. Und gleichzeitig könnt ihr schon mal in den Gesprächen und mit den IT-Service-Portfolio-Managern dann vielleicht auch die Zielstruktur, die irgendwann mal kostenneutral nutzbar ist, sozusagen auch vorantreiben. Ja, Room for Improvement. Jetzt haben wir sozusagen ein paar Sachen gegeben als Überblick. Und an der Stelle ist einfach, wer Macht hat Recht, sagt man im Club. Ne? Und es ist im Endeffekt so, fragt also jetzt in eurer Firma, findet sozusagen Mitstreiter und Mitstreiterinnen und dann mit denen einfach den gemeinsamen Sprung zu wagen, um dann euer Podcast, eure Mission, eure Botschaft in den Konzern zu tragen. Ja, und an der Stelle würde ich mal sagen,
berichtet uns auf der nächsten Subscribe von den Dingen, die ihr in euren Firmen durchgesetzt habt. Vielleicht mit Lösungen, die ihr gefunden habt, um Bordmittel gut zu nutzen. Danke für eure Aufmerksamkeit und vielleicht noch ein paar Fragen. Danke. Ja, hier vorne. Ach so. Habt ihr Erfahrungen damit gemacht? Also es kam jetzt nicht vor, ne? Aber ich bin ja großer Reaper-Fan und finde, was? Ich bin großer Reaper-Fan und finde ja. Audacity nicht so ganz handelbar, ehrlich gesagt. Gibt es eine Möglichkeit, Reaper da irgendwie zu implementieren? Es wird wahrscheinlich eher schwieriger werden, ne? Nee, also wir wollten jetzt hier nicht generisch Lösungen direkt nennen. Ich glaube, es ist übertragbar. A, muss man sagen, spannend ist, wir haben heute erfahren, dass sozusagen Reaper und das ganze Setting soll ja auch über GitHub sozusagen noch verteilt werden. Und 79 Euro ist eine Geschichte, die meistens unter den Preislimits von großen Strukturen ist, ab wo es einfach beschaffbar ist. Das heißt, ne, du hast natürlich, musst du den Gang einmal gehen. Meine Empfehlung ist in dem Fall, das Tolle an so einer Lizenz einmal bestellen. Ja, da muss man halt vorher noch ein paar, da hilft's zum Beispiel diesen encapsulateden Rechner zu haben, wenn die IT-Sicherheit sagt, ja, das kommt hier aber nicht ins Netzwerk. Und dann macht man halt USB-Transfer von A nach B und so kann man dann auch hohen Schutzbedarf. Vielleicht eine Anmerkung dazu. Ihr habt jetzt viele so, ja, wirkliche Hacks, würde ich mal sagen, vorgestellt, wie also da, wo sich einem die Fußnägel dann hochrollen. Aber ich glaube, dennoch macht es Sinn, wenn man wirklich versucht, viele etablierte Sachen wie zum Beispiel Ultraschall oder Potlove oder was auch immer, was sich wirklich in dieser Community etabliert hat, in die Firma oder ins Unternehmen zu tragen. Und meine Erfahrung ist, also ich bin bei SAP persönlich und wir haben da ja auch Podcasts gemacht, dass wenn man einen langen Atem mitbringt, man aber trotzdem oft auf offene Ohren stößt, weil eben dieser ganze Workflow, den man dann vorstellen kann, auch überzeugt. Und spätestens beim Management, wenn ich mit guten Analytics-Sachen ankomme, habe ich schon einen echten Punkt gemacht. Ich glaube, du hast da genau den richtigen Punkt getroffen, weil das, was wir hier ja anbieten, ist ja sozusagen Start Quick. Ja, sozusagen mit Lösungen, quick and dirty, damit könnt ihr beginnen und dann eben parallel sozusagen die Überzeugung zu machen, um dann, ich sag mal so, your tools of choice auch durchzupushen. Das ist auch ein schöner Schlusspunkt, weil wir sind genau um 16 Uhr. Danke euch nochmal. Ich habe wirklich einen Slide übersprungen.